Ja, ich werde erstmal die letzte Runde mit einer Bekundung des großen Respekts euch gegenüber und den Gästen beginnen, dass ihr an diesem Sonntagnachmittag, am Vormittag beginnend, bis hierher gekommen seid, nach einem hoffentlich schönen Samstag und vielleicht auch einem schönen Samstagabend-Event. Noch so viel Kondition, alle Achtung, Chapeau. Damit die Perspektive für die Zeit nach dem Ende jetzt dieser letzten Runde dieses feministischen Presseclubs entspannend und erheiternd für euch ist, kann ich sagen, es wird einen Imbiss geben. Das ist wahrscheinlich ein Überraschungsmenü. Ich kann nicht sagen, was gereicht wird, aber es wird gereicht. Der Zeitplan sagt 15 Uhr, das finde ich jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns hier noch vergrößert haben. Bisschen knapp gerechnet und ich würde mal denken, wir bleiben bei einer halben Stunde und Viertel nach drei winkt das oder naht das Ende. Ihr habt dann ja beim Imbiss die Gelegenheit, nochmal zu vertiefen oder nachzufragen und nutzt sie auch für Bündnisse, Allianzen, kurzfristige, langfristige, mittelfristige, was alles euch davor schwebt. Ich weise nochmal auf den Hashtag hin und dann würde ich gerne auch noch was sagen zu diesem Arrangement hier. Das ist die Böll-Stiftung, Gunda-Werner-Institut hat gefunden, das wäre schön, wenn wir das jetzt feministischen Presseclub nennen. Rebecca Beerheide hatte darauf Bezug genommen und da die 50%-Quote und unsere 100%-Quote genannt. Aber wir haben uns entschlossen, noch eine Anleihe bei einem Vorläufer des Presseclubs zu nehmen. Und deswegen wird jetzt die Kollegin, die da vorne steht, uns hier oben einen Schluck Wein reichen. Es sind aber jetzt nicht sechs Journalistinnen aus acht Ländern, die sich hinter Zigarren und Zigaretten verbergen, sondern wir werden nur einen Schluck Wein trinken auf euer Wohl, während wir uns austauschen über so eine schlichte Frage, was sind denn eigentlich unsere feministischen Perspektiven und Interventionsmöglichkeiten, um das 21. Jahrhundert so zu gestalten, dass es nicht nur tendenziell, sondern auch tatsächlich besser wird als das schon vor 15 Jahren vergangene 20. Jahrhundert. Die Fragestellung ist natürlich groß. Wir kriegen die klein gehackt in 30 Minuten. Aber sie legt sich natürlich nahe nach einer Veranstaltung. Bitte? Weiß oder rot? Ach so, weiß oder rot. Muss ich auch noch entscheiden. Ist ein bisschen viel. Rot. Rot, ist doch klar. Entschuldigung, ja. Nein, nach einer Veranstaltung, die ja wirklich Tiefenbohrungen geleistet hat in wirklich ganz elementaren, essentiellen, existenziellen Fragen, die uns seit Jahrzehnten umtreiben, Krieg, Frieden, Gewalt, Backlash jedweder Art. Und momentan befinden wir uns ja in einer Situation, die uns mindestens so auf Trab bringt oder schon auf Trab gebracht hat, wie die letzte große Umbruchssituation in diesem Land, nämlich die Wende vor 25 Jahren oder die Vereinigung vor 25 Jahren. Und ich denke, wir feministischen Publizistinnen nicht über die Zukunft reden, ohne zu sagen, was für Antworten finden wir und Interventionsmöglichkeiten in Anbetracht der Tatsache, dass sich dieses Land durch die vielen Menschen, die bei uns leben wollen und denen wir Schutz geben wollen, dann in unserer Arbeit auch berücksichtigen. Und das möchte ich eigentlich gerne mit euch in der letzten Runde reden. Ich denke, wir sollten einfach mal kurz damit anfangen, was für Ideen ihr momentan habt. Denn das Thema ist ja schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung und möchte einfach so eine kleine Abfragerunde haben. Ich fange mal mit Ulrike an. Was siehst du momentan? Du hast ja dieses Stadtmagazin auch und du hast auch ein kleines Wort schon zu Hamburg gesagt. Was siehst du im Moment, was möchtest du gerne fokussieren, worauf willst du dich konzentrieren, um ja, damit angemessen umzugehen, soweit man das sagen kann? Ich muss dazu sagen, ich habe es einer ehemaligen Kollegin aus der Brigitte zu verdanken, dass ich in einem Hilfsprojekt mit drin bin, das heißt Herzliches Hamburg, wo ich 2 Stunden die Woche Kinder betreue. Und das wirklich aus so einer Situation, also ich fange mal so ganz einfach da an, wo man selber irgendwie erstmal steht, also bevor ich zu so einem journalistischen Auftrag irgendwie da komme, weil ich glaube, man muss sich die Dinge angucken, um sie zu begreifen und wie unterschiedlich das ist. Und wir betreuen da Kinder, die sind im Alter von 1
bis 17. Man ahnt schon, wie schwierig das ist. Also einen Kindergarten kann man da so nicht führen. Aber es war, ich habe ein sehr gutes Gespür dafür, glaube ich, gekriegt. Und das Entscheidende ist, dass die mal 2 Stunden irgendwie auf andere Gedanken kommen. Und dann musste man als Ehrenamt, muss man dann ausschreiben, was der Auftrag ist, was die Zielsetzung ist. Und ich habe dann einfach nur reingeschrieben, Spaß und gute Laune. Das finde ich ganz wichtig. So, und das ist das eine, was man selber machen kann. Aber ich bin tatsächlich über diese Geschichte, ich habe so ein Heft, in dem ich kann nicht so ziemlich das machen, wo ich so denke, das liegt jetzt gerade so in der Luft, ich kann machen, was ich will. Kriege auch nicht so viel Geld dafür, aber ich kann machen, was ich will. Und dann habe ich gedacht, gut, momentan Hinz und Kunz ist ein ganz wichtiges Magazin in Hamburg, Obdachlosenmagazin. Ein Magazin, was nicht über Obdachlose berichtet, sondern von Obdachlosen verkauft wird. Das macht die Kollegin Birgit Müller. So, und dann habe ich so gedacht, die haben momentan echt auch das Problem, dass viele Obdachlose ziemlich sauer sind, weil ja der Winter kommt und es fehlen Plätze. Was macht man denn mit so einer Situation? Und das, darüber habe ich lange nachgedacht und das war genauso eine Frage, wo ich überlegt habe, was machen wir? Das nächste Heft erscheint Ende November, da wird es schon ziemlich kalt sein, was mache ich für eine Geschichte? Ich mache das ist kein Magazin, was jetzt rebellisch ist in irgendeiner Art und Weise. Aber ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt mal in die Bürgerstiftung reingehen, was es gibt. Hamburg ist Stifterstadt, es gibt unglaublich viele Stiftungen, es gibt unglaublich viele Ehrenamtliche. Das hat auch einen Nachteil, weil dann die Stadt manchmal nicht so viel machen muss, weil das machen ja die ganzen Ehrenamtlichen. Das sind zu ungefähr 95% Frauen. Und ich habe dann gedacht, gut, dann mache ich einfach eine Geschichte darüber. Ich mache nicht eine Geschichte herzliches Hamburg, so helfen wir den Flüchtlingen, sondern ich mache das ganz auf und gucke einfach, welche Möglichkeiten, habe mir dann 6 verschiedene Beispiele ausgesucht, was gerade aktuell gemacht wird, von Gespräch, Deutsch lernen bis hin zu Vorlesen. Da gibt es von den Bücherhallen gibt's so Geschichten, dass man wohin gehen kann, wo ältere Leute, noch älteren Leuten etwas vorlesen. Fand ich großartig. Also ich habe versucht sozusagen, wenn das jetzt so die Frage ist, ich habe gedacht, ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Flüchtlingsdebatte auf dem Zettel zu haben. Ich habe nur gedacht, im November, es kann sein, es kippt momentan hier in der Gesellschaft so ein bisschen. Ich höre erste Stimmen von jungen Leuten, muss ich sagen, die sagen, das nervt mich jetzt aber. Immer nur Flüchtlinge, irgendwie. Also das ist tatsächlich, man muss das einfach nur mal wahrnehmen. Ich kann dann sagen, Leute, das wird auch in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen. Da könnt ihr 10-mal sagen, das interessiert mich jetzt aber nicht mehr. Ihr werdet von selber darauf kommen, dass es ein Thema ist, weil es einfach so bleiben wird und weil es sich entwickelt und weil wir gucken müssen, wie wir damit umgehen können. Und aus diesem ganzen Thema habe ich, wie gesagt, dieses eine Thema gesetzt. Das ist ein kleines. Es hat keine Riesenauflage, dieses Heft. Es ist ganz, glaube ich, kommt ganz gut an insgesamt, aber es ist ja, in dem Rahmen sozusagen selber was machen und dann da, wo man arbeitet, irgendwie es hineintragen. Und das ist jetzt egal, ob man Journalist ist oder was anderes macht, kann man da was tun. Mhm. Also das zur Kürze. Dagmar, schließ doch einfach an. Ja. Ja, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir alle merken auch, dass das Thema, also die ganze Flüchtlingsthematik auch dazu führt, dass nochmal viele frauenrelevante Themen unter einem besonderen Fokus stehen. Es gibt wesentlich weniger Frauen als Männer, das ist bekannt. Es gibt die ganzen Themen Gewalt gegen Frauen, Traumatisierung, Abtreibung, Vergewaltigung und also wirklich brutale emotionale Themen, mit denen wir uns nochmal beschäftigen müssen, mit denen wir auch den Frauen helfen müssen. Und wir haben bei uns in der Sendung gesagt, wir wollen natürlich frauenspezifische Hilfsangebote auch unterstützen, neben dem, dass wir natürlich auch geflüchtete Frauen porträtieren, um auch für ihre Situation zu sensibilisieren. Oder sind gerade dabei, eine Aktion ins Leben zu rufen, Flüchtlingsfrauen, die anerkannt sind hier und denen jetzt Wohnungen zugewiesen wurden in Köln, bei der Renovierung ihrer Wohnung zu helfen, daraus auch eine kleine Serie innerhalb der Sendung zu machen und haben Zuschauerinnen aufgerufen, die helfen. Also nicht mit Kohle oder mit Geld, sondern die eben mitarbeiten, Wände anstreichen sollen. Wir haben da jetzt mehrere Aufrufe gestartet. Was ich dabei erschreckend finde, ist, dass selbst in so einem kleinen Kuschelformat oder wie Frau TV die rechten Stimmen laut werden. Also natürlich kam es, als wir aufgerufen haben, wer hilft, wir suchen Frauen, die Frauen helfen, ihre Wohnung zu renovieren, gab es sehr fremdenfeindliche Kommentare und Posts. Und das ist eine neue Herausforderung, der wir uns auch stellen werden müssen. Das werdet ihr da wahrscheinlich in euren Internetforen noch viel stärker erleben, weil das ist schon
Ja, das kriegt man überall mit, aber es hat mich wirklich nochmal sehr erschüttert, dass selbst bei uns es da laute Stimmen gab und wir natürlich auch genau gucken müssen, was machen wir jetzt und wie machen wir es und wie gehen wir mit denen um und wie viel Zeit kostet uns das auch, wenn wir auch immer wieder auf diese krassen Stimmen eingehen müssen und unsere Facebook-Seiten ständig beobachten müssen, die Kommentarpools beobachten müssen. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Aber dass wir darüber berichten möchten, dass wir auch selber eine Aktion ins Leben rufen möchten, das ist klar. Das werden wir auch machen. Und aber ich glaube, da kommt noch eine Welle, also auch eine große Welle rechten Mist auf uns zu. Willst du weitermachen, Therese? Also das Schöne, was wir anhand des Flüchtlingsthemas gemerkt haben, ist, dass eine Politisierung unserer Leserinnen und Leser stattfindet. Also bei uns war es fast so frauenmedientypisch. Texte über Politik werden nicht so stark gelesen wie andere Themen. Und ich hatte das Gefühl, dass das wandelt sich mit der Debatte über Flüchtlinge. Das finde ich sehr schön. Und wir hatten eben auch im Workshop das Thema, ist das, was ihr macht, eigentlich noch Journalismus? Und ich glaube, hier bei dem Thema haben wir auch wieder die Frage, die ich total locker sehe, wo geht Journalismus eigentlich in Aktivismus über? Ich sehe das nicht so eng. Ich finde, Journalismus darf aktivistisch sein oder Medien müssen jetzt auch vielleicht auch diese Verantwortung übernehmen und führende Stimmen sein, um Möglichkeiten zu schaffen, dass es auch wirklich gelingt und dass wir konstruktiv diskutieren und auch versuchen, alle Kommentare, die von rechts kommen, irgendwo einzudämmen. Die Leserinnen bei uns sind, würde ich sagen, sehr, sehr handlungsorientiert. Deswegen ist das, was wir bei Edition F machen, eben auch eher zu gucken, wo kann man selber aktiv werden. Das war auch der erste Text, den wir gemacht haben, dass wir Möglichkeiten aufgelistet haben, wo man sich auch handfest engagieren kann und nicht nur Geld oder Kleidung spenden, was wahnsinnig gut angenommen wurde. Und wir machen ja viele berufsbezogene Themen. Da kam auch der schöne Vorschlag einer Leserin, ob wir nicht mal einen Anstoß geben können, dass Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freigeben, damit sie sich engagieren können. Weil das ist, glaube ich, eine Situation, in der sich viele, also gerade viele Menschen, die viel arbeiten, befinden. Sie würden sich gerne engagieren, aber müssen gleichzeitig ja auch noch ins Büro. Irgendwie keine Zeit. Und das, finde ich, sind eigentlich auch wichtige Impulse. Wo kann man überhaupt Freiräume schaffen, damit dieses zivilgesellschaftliche Engagement möglich wird? Und wir sprechen natürlich immer viel mit jungen Unternehmerinnen oder auch oder anderen Firmen und da wirklich zu gucken, wo kann man jetzt Arbeitsmöglichkeiten schaffen und wie kompliziert ist das eigentlich, jemanden anzustellen? Und da hatten wir auch schon schöne Beispiele. Darf ich noch dazu was nachfragen? Führt das auch dazu, dass in der Community, die ihr habt oder eben dann auch auf eurer Plattform Forderungen artikuliert werden, adressiert an die Politik beziehungsweise an die Administration, die Regierung, bestimmte Regularien, bürokratische Hürden zu beseitigen, um eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt, so ist ja die Bezeichnung dafür, oder schnellere Möglichkeiten überhaupt, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften für anerkannte asylsuchende Flüchtlinge dann hier zu schaffen? Geht es bis dahin auch? Nee, da habe ich die Debatte anders wahrgenommen. Also es ist tatsächlich so, dass, also ich kann jetzt nur für unsere Leserinnen und Leser sprechen, dass sie sich fragen, was können sie selber jetzt schnell machen? Mhm. Aber also vielleicht macht das so ein bisschen die Kluft auch deutlich, die gerade da wieder zur Politik entsteht, weil hier in Berlin kann man ja beobachten, dass was am Lagiso passiert, wo beobachtet wird, dass Politik nicht schnell genug reagiert, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich tatsächlich auch eher sagen, ich packe das jetzt selber an und die politische Debatte eher noch mal ein Stück weit entfernt ist. Mhm. Stefanie. Ja, also einmal, um das noch anzuschließen, glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist von den Medien, weil das habe ich hier auf der Tagung gelernt, ja. Ich habe hier viele Informationen bekommen, die ich noch nicht hatte. Und ist auch nochmal den Fokus zu legen auf die Menschen, die in Syrien verblieben sind, die eben nicht weg konnten. Das sind nämlich vor allem
ältere Menschen, Frauen und Kinder auch. Also die Männer, die hierher kommen, die haben ja auch Familien, die da geblieben sind. Und über die reden wir hier viel zu wenig. Was ist die Situation dieser Frauen und Kinder und Menschen? Und warum tut da niemand was und so weiter? Also da wünsche ich mir auch einfach einen stärkeren Fokus drauf, ganz klar. Also diese Geschichten werden hier, ist ja auch schwierig, diese Geschichten zu erzählen. Ich habe am Rande der Tagung jetzt auch eine Frau interviewt, die eingeschlossen war, belagert war, in einem Belagerungszustand, wo Kaiserschnitte ohne Betäubung gemacht werden, wo Kinder und also Menschen verhungern. So. Also, ne? Also das auch nochmal ganz stark. Und was ich auch gemerkt habe, was ich super interessant fand, ich habe mich schon immer als so jemand verstanden, der Feminismus sozusagen intersektional begreift. Also, was heißt das? Ja, genau. Als Teil, also dass es eben Macht, also es gibt verschiedene Machtverschränkungen, davon ist eine Kategorie das Geschlecht, aber eine andere Kategorie ist eben die Hautfarbe. Race und ne, ja. So. Und ich merke eben, dass wir diese Widersprüche, in denen wir ganz oft hängen, bei diesen Themen Religion, ja, immer dieses Selbstbestimmung versus irgendwas, ne, also im Thema Religion, Thema Leihmutterschaft, Thema, also auch in dieser geflüchteten Debatte, ist ein Thema, also ist der Widerspruch entsteht daher, dass wir diese Kategorie Rassismus oder auch Kolonialismus, dass es da einfach einen riesigen blinden Fleck gibt. Und ich finde, das ist ein feministisches Anliegen, diesen blinden Fleck gesellschaftlich zu bearbeiten, weil ich glaube, dass wir andere Sichtweisen haben können auf diese Themen. So, ja, das denke ich, das habe ich nach dieser Tagung sozusagen gemerkt, dass ich dachte immer, das wäre sowas so ein PC-Ding, sowas von, ja natürlich, ne, also klar, alle Diskriminierung ist das Gleiche, aber ich habe gemerkt, das ist zentral auch für uns, um ja zu verstehen, was wir ändern müssen. So. Mhm. Katrin. Ja, ich glaube, es ist einfach gerade von besonderer Wichtigkeit, dass das Thema nicht ausbrennt. Die Gefahr besteht immer bei so Sachen, die so ein erst sehr heiß gekocht werden. Und gerade bei dieser Debatte ist es, glaube ich, wichtig, in die Zukunft zu gucken. Weil das ist, viele sagen, und ich glaube das auch, es ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang von einer weltweiten Bewegung. Wir werden dermaßen Klimawandelprobleme noch bekommen. Das wird nicht aufhören, sondern das ist der Anfang. Und ich glaube, dieser Anfang, und das ist das, was ich versuche in den Kanälen, die ich bespiele, immer auch wieder zu sagen oder auch Leute zu zitieren, die das auch unterstützen. Also da gibt es diverse Migrationsforscher, Politikwissenschaftler. Es gibt Leute, die vor Ort arbeiten. Also ich versuche eben so ein bisschen mir immer das rauszupicken, was ich gerade für am wichtigsten für die Debatte halte. Und der Blick in die Zukunft. Also was zeigt uns eigentlich was für ein Indikator für unsere Gesellschaft ist die Art und Weise, wie das gerade hier alles passiert. Es ist nämlich letztendlich ein Lackmustest unserer Demokratie, unseres Verständnisses auch von Weltgesellschaft. Also wie nehmen wir unsere Verantwortung in dieser Welt wahr? Herr Fried Münkler hat in einer Sendung gesagt, dass wir bisher eigentlich immer so gelebt haben, dass die Grenzen für das Kapital und für die wirtschaftlichen Beziehungen natürlich offen sind. Und wir davon als Europa ja auch wahnsinnig profitieren und deswegen diese Grenzen auch immer weiter öffnen wollen. Aber sobald es darum geht, diese Wohlstandsgewinne, die daraus resultieren, zu verteilen, ziehen wir die Grenzen hoch und möchten das nicht verteilen, sondern das soll alles unseres bleiben. Und ich glaube, genau an diesem Punkt anzusetzen, zu gucken, welcher Egoismus ist das auch? Welcher eurozentristischer Egoismus ist das, der da eine große Rolle spielt, diese Metafrage auch zu stellen und dann zu sagen, was muss daraus denn resultieren, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen? Das heißt halt, dass wir Wohnungen bauen müssen für die Leute, die kommen, dass wir Arbeitsplätze schaffen müssen, dass wir die Bildung nochmal ganz anders angehen müssen. Im Moment sind, ich erlebe das an Berliner Schulen, die sind eigentlich eher komplett überfordert, weil es keinen Plan gibt. Die Krise in Syrien ist nicht neu, aber es war nie die Rede davon, dass diese Leute hierher kommen. Ich glaube auch gleichzeitig, dass es wichtig ist zu betonen, dass uns nichts Besseres passieren konnte, als dass die vor unserer Haustür landen, weil wir jetzt endlich sehen, solange die nicht vor unserer Haustür stehen, sehen wir sie halt auch nicht typischerweise. Und die Verantwortung der Medien sehe ich wirklich darin, diese Debatte weiterzuführen. Also
gar nicht zu fragen, gar nicht so sehr dem Söder zuzuhören, der irgendwie meint, das kostet uns jetzt alles irgendwie schon wieder 1 Milliarde. Ja, kostet es halt. Ja, ist halt so, diese Milliarde haben wir auch aufgrund des Zustandes der Welt, von dem wir bisher immer profitiert haben. Und jetzt ist es einfach mal Zeit, davon wieder was zurückzugeben. Und diese Debatte nicht abbrechen lassen, sondern immer weiter drauf bauen. Okay, und wie machen wir es in Zukunft? Und als gegeben voraussetzen, dass die Situation so ist, so bleibt, vielleicht noch größer wird und die Politik darauf einfach reagieren muss. Das ist schön, dass du einen Beifall bekommen hast. Ich würde gerne doch nochmal, also ihr dürft übrigens auch zwischendurch trinken. Ich wollte jetzt nur nicht, dass wir bei so einem gravierenden Thema uns gegenseitig zuprosten. Also nur das mal so am Rande gesagt. Ich finde, die Ulrike hat ja auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam gemacht, der mich auch nochmal sehr hellhörig gemacht hat und der zu dem Gerechtigkeitsparadigma, das du nochmal mit eingeführt hast, eben für meine Begriffe auch gehört. Das eine ist ja, dass wir alle Abwehr unternehmen müssen, um das Wiederaufflammen der Ismen vom Neonazismus, Faschismus oder der Homophobie, des Rassismus, des Antifeminismus natürlich eben aufpassen müssen. Und das andere ist, das sagt sich ja, ich will dich nicht kritisieren, natürlich so leicht, wir haben diese 1 Milliarde, aber diese 1 Milliarde, wenn sie dann anders wie verteilt worden wäre vorher oder so, wäre auch schon nicht so richtig sozial gerecht verteilt worden. Wir müssen ja auch sehen, dass hier in dieser Gesellschaft die Frage sozialer Gerechtigkeit in der letzten Zeit eben extrem vernachlässigt worden ist. Und ich glaube, jetzt diskutiere ich da auch mal ein bisschen mit, was ich bisher nur durch Fragen gemacht habe, wir müssen sehen, dass wir praktisch dieses Versäumnis, und zwar wir Frauen besonders, weil Frauen, arme zugewanderte Frauen eben auch immer besonders betroffen sind mit all ihren Zuständigkeiten und wenigen Abwehrmöglichkeiten, dass wir es schaffen durch eben geeignete publizistische Intervention, jeder an ihrem Platz diese Verschränkung hinkriegen. Weil sonst, du hast gesagt, es ist gut, dass sie da sind, jetzt setzen wir uns endlich mal damit auseinander. Aber das ist eben richtig, was hartes Holz und dickes Holz, das zu bohren ist. Und da sehe ich für uns als feministisch Engagierte mit dem Perspektivweitungen die Aufgabe, uns da vor allem drauf zu konzentrieren. Und ein letztes noch, bevor ihr wieder alles sagen könnt, was ihr wollt. Die Ines Kappert hat in einer Runde nochmal deutlich gemacht, und das ist in deinem Beispiel auch schon erwähnt worden, und du hattest es eben auch gesagt, das sind eben Flüchtlinge oder Vertriebene, aber es sind eben Männer und Frauen. Und auch das ist unsere Aufgabe. Sie als Individuen, als Männer und Frauen und meinetwegen auch solche, die sich den und beiden Geschlechtern nicht zuordnen lassen, aber diese, das müssen wir auch nach vorne bringen, sehe ich jedenfalls als eine Anforderung. Du willst schon gleich widersprechen. Nee, ich möchte nicht widersprechen, ich möchte darauf reagieren, aber ich glaube, dass wir an diesem Punkt gerade auch nochmal merken, wie wichtig feministische Medien sind. Und ich gebe Katrin absolut recht, Themen laufen sich sehr schnell tot. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft von Mainstream-Medien aktuell, dass sie alle sehr schnell auf ein Thema aufspringen, es in die gleiche Richtung treiben, dann fallen lassen und dann wird es nie wieder gesehen. Und deswegen brauchen wir Medien, die Themen kontinuierlich bearbeiten, aber eben auch soziale Gerechtigkeit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch sagen, Frau.tv hat eine absolute Daseinsberechtigung. Also wir brauchen ja eigentlich noch sehr viel mehr Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil eben nicht nur Frauen in Syrien ganz anders vom Krieg betroffen sind, sondern natürlich auch Armut in Deutschland und überall in der Welt eine Frauenfrage ist. Deswegen sind feministische Medien und Sendungen, also die haben noch eine ganz hohe Daseinsberechtigung eigentlich. Mhm. Wolltest du? Oder? Ich weiß jetzt nicht. Ich würde gerne noch was erwidern, genau. Also ich glaube, dass eines der größten Risiken, die wir haben, ist, dass wir verkennen, wo die Konkurrenz entsteht. Also welche schon hier lebenden Deutschen haben denn als Erste ein Gefühl, dass die Flüchtlinge, die jetzt kommen,
ihnen Konkurrenz machen und ihnen was wegnehmen. Und das muss man wirklich also sehr, sehr wachsam sein. Das ist auch die Hauptaufgabe, glaube ich, die die Politik gerade hat, das aufzufangen. Das meinte ich mit Wohnungen schaffen. Mhm. Denn der Wohnungsmarkt ist jetzt schon extrem angespannt in vielen großen Städten. Wenn das noch dazu kommt, dann ist das ein Konfliktherd. Ein anderer Konfliktherd ist die Arbeit. Ein weiterer Konfliktherd ist die Bildung. Also, dass diese ganzen Bereiche aktiv von der Politik ausgebaut werden müssen, im Hinblick auf, da sind jetzt viele Menschen, die brauchen das, weil sonst funktioniert das, wovon immer die Rede ist, die müssen sich integrieren, tralalalala. Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn die ganzen Strukturen und die ganzen Institutionen überhaupt nicht darauf eingestellt und überhaupt nicht bereit dafür sind. Die Ulrike hatte ja eben gesagt, sie hätte zunächst mal so einen ganz praktischen und ortsbezogenen und auch zeitbezogenen Novemberzugang. Aber du hattest für mich damit angedeutet, dass du auch noch darüber hinausgehend schon Ideen oder Überlegungen angestellt hast, beziehungsweise auch Aufgaben siehst, von denen du denkst, denen müssen wir uns, muss ich mich in der nächsten Zeit und kontinuierlich längerfristig auch widmen. Dich da richtig ja, irgendwie also interpretiert? Manchmal entwickeln sich die Dinge ja einfach so. Also was mir einfach aufgefallen ist, ich habe in meinem ganzen Leben ja immer eher überregional gearbeitet, bis ich dann zu diesem Magazin Stadtflair kam, was ich ja auch selber entwickeln durfte. Also das war ja nicht so, dass mir jemand da irgendwas vorgeschrieben hat. Und im Unterwegssein in der Stadt entstehen diese Dinge plötzlich. Dann mache ich ein Interview mit der Birgit Müller, der Chefredakteurin von Hinz und Kunz, die auch mir dann plötzlich was erzählt über die erste Osterweiterung und die zweite Osterweiterung, wann welche Flüchtlinge kamen. Dann, dass plötzlich die Alkoholobdachlosen ein Problem hatten mit den Serben und was wer auch immer kam irgendwie. Also das war sehr, sehr interessant, was sie erzählt hat. Und über dieses Thema bin ich dann auf eine Aktivoli, das ist eine Ehrenamtbörse, die gibt es in Hamburg, und auf die Hamburger Bürgerstiftung gekommen und plötzlich stellt man fest, wenn man da so plötzlich in diesem Wespennest des Ehrenamts da so rumwühlt, da sind sich auch nicht alle grün, also das ist ein sehr bunter Haufen und es sind viele ältere Leute auch eher, aber dass es in Hamburg doch so etwas wie eine, in Anführungszeichen, gute Bürgerbewegung gibt, die sind nicht alle miteinander vernetzt, aber dass diese Verantwortung, dass wirklich in Hamburg, so habe ich das noch nicht erlebt, und zwar eben nicht nur für das, was an Flüchtlingen untergebracht werden muss, sondern auch, dass man sagt, ja, und die Obdachlosen haben es leider auch gerade ein Problem, weil Pikas ist voll. Das ist diese Unterkunft, wo keiner mehr reinpasst. Es fehlen dann auch irgendwie plötzlich 200 Plätze für Obdachlose im Winter. Und dass man sich zusammentut und überlegt, wie können wir das gemeinsam lösen? Was können wir tun? Und das ist so was ganz Pragmatisches, was es irgendwie nicht nur in Hamburg gibt, sondern, glaube ich, in vielen Großstädten. Da ist ein Problem, da kommen Bürger zusammen und dann ist diese riesengroße Ehrenamtsbörse, ein paar machen sich dann immer wichtig, aber eigentlich geht es darum, wo finden wir Wege, gemeinsam diese Probleme anzugehen. Und das geht dann tatsächlich, das fand ich toll vorhin, dass du das gesagt hast, wo hört Journalismus auf und wo fängt Aktivismus an? Ich glaube, dass dieses Engagement erstens wahnsinnig wichtig ist, das wissen wir alle, aber dass es uns plötzlich auch wieder eine Relevanz verleiht, das macht auch die Medien wieder wichtig, dass sie was begleiten, dass sie was vorantreiben. Und das sind ganz viele Journalisten in Hamburg, die auch diese Flüchtlingshilfeaktionen gemacht haben und die sich da beteiligen, weil sie einfach auch gut Dinge verbreiten können. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, durch alle Ecken das durchzudeklinieren. Und wenn ich selber, auch wenn das jetzt eine private Anmerkung ist, meine Schwester ist Lehrerin an der Hauptschule in der Nähe von Bremen, da werden jetzt sehr viele Flüchtlingskinder in den Klassen untergebracht. Bei Lehrern, die plötzlich vor 47 Schülern stehen, die haben keine psychologische Betreuung, da ist kein Sozialarbeiter, da ist niemand. Meine Schwester ist auf eine andere Schule gegangen, die hat die besucht, hat gesagt, wie die aussehen. Ich wüsste genau, dass ich jetzt auch so aussehen würde. Die sind komplett überfordert. Aber da immer wieder ranzugehen und immer wieder zu sagen, wo finden wir noch jemanden, der da helfen kann, dass eben nicht sowas entsteht, dass irgendjemand plötzlich sagt, was machen denn diese ganzen Flüchtlinge hier? Mhm. Das ist ein Auftrag, also da können wir uns nur zusammentun. Definitely. Ich denke, dass, ich wollte da so nicht widersprechen, aber das quasi ergänzen, weil ich finde, was wir vor allem auch machen müssen, ist Druck auf die Staat, Städte, Institutionen ausüben, weil das ist deren Aufgabe. Und es ist wichtig, dass Menschen sich diesem Problem gerade annehmen. Aber ich kenne auch Frauen in meinem Umfeld, die da sehr aktiv waren, die im Endeffekt kurz vorm Burnout sind, völlig überfordert. Also es geht auch nicht, dass sich ungeschult, also dass wir, also dass das einfach ein ehrenamtliches Engagement bleiben muss. Also das geht gar nicht so, ja. Und das, was passiert, dieses Versagen der Institutionen gerade, das finde ich eigentlich eben total krass. Also
wo ich, also ja, also da muss, eigentlich mussten wir alle zur Demo, also warum waren wir nicht bei der Demo so ungefähr? Lageso. Wir waren gestern auf dem Kongress hier, also da sind wir beispielsweise, ja, dann konnten wir nicht hingehen. Dilemmata, ne? Ich war, also noch ja, ja, ich war ja auch nicht da, ich war ja auch hier. So, ne? Aber eben dieses, den Druck auf, ausüben auf die Institutionen, finde ich, finde ich eigentlich fast wichtig, also, ne, also es ist das eine ist eben immer, es wird durch Ehrenamt wird sozusagen eine Lücke ja, beseitigt, aber es muss auch, wir müssen Druck ausüben, ganz stark. Ich glaube auch nicht, dass du so zu verstehen warst, dass die Ehrenamtler gar nicht praktisch also ich das staatliche nicht, dass das, Versäumnis ausputzen sollen. Aber sag nicht. Bitte du. Ja, also ich glaube aber, um noch ein ganz anderes kleines Fass aufzumachen, wenn man sich die Wahlbeteiligung anguckt der Leute, was weiß ich, was waren die, in Hamburg waren es, was weiß ich, 62%. Also da gehen schon mal irgendwelche Leute auch nicht hin. Es gibt eine hohe Politikverdrossenheit insgesamt. Und zwar nicht Leute, die rechts sind oder sonst was, sondern einfach, die alle keinen Bock mehr haben. Irgendwie. Und wenn die plötzlich merken, dass sie wirkmächtig sein können, das ist ja das Tollste im Leben, denke ich, wenn man merkt, dass man selber etwas bewirken kann. Über diesen Weg in die Politik wieder reinzukommen und dann bin ich, ergänzen wir uns tatsächlich, darüber wieder mehr Druck aufzubauen, dass man sieht, Entschuldigung, Herr Scholz, wenn Sie jetzt hinter mir herlaufen, während ich jetzt irgendwie gerade am Flüchtlingsheim irgendwie den und den betreue und Sie stehen dann noch rum. Also man merkt auch, dass die Politik sieht, dass diese aktiven Menschen, diese Ehrenamtlichen und die vielen, die auch jetzt gar keinen Ausweis haben und trotzdem da mitmachen, dass die treiben die an. Und dieser Antrieb, das glaube ich, dass das was Gutes bewirken kann, dass dann auch so eine Wahlbeteiligung auch mal wieder steigen kann und über 60% rübergeht. Aber ich bin da sehr will nicht das nächste kleine Fass aufmachen. Ich finde das schön und freue mich, dass ihr so optimistisch seid. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, über die wir jetzt hier nicht gesprochen haben. Das sind wahrscheinlich keine Leserinnen und Leser, weil ich glaube, dass man sich sehr bewusst entscheidet, wenn man sich auch mit diesen Medien, die ihr auch vertretet, beschäftigt. Es sind aber auch Fernsehzuschauer, die ganz schnell und einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Haltung darauf haben. Und das ist unser medialer Auftrag und der muss ganz niederschwellig sein. Es geht nicht darum, Akademiker zu überzeugen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Das finde ich super und das finde ich toll und das finde ich wichtig. Es geht darum, die Angst zu nehmen, die Angst ernst zu nehmen und trotzdem eine Haltung zu bewahren. Und das, finde ich, ist jetzt gerade bei den Massenmedien wie Fernsehen und Hörfunk, das ist unsere Aufgabe. Ja, wie das im Einzelnen zu machen ist, das müssten wir vielleicht auf anderen Foren auch nochmal miteinander diskutieren, weil ich denke, das ist auch was Wichtiges. Ich würde gerne eine kommentierende Anmerkung machen. Ich glaube schon, dass natürlich die Verwaltungen und die sie führenden und anleitenden und durch gesetzliche und sonstige Vorgaben beauftragenden politischen Institutionen natürlich gefordert sind. Ich würde allerdings auch sagen, zu den Behutsamkeiten gehört auch, also nicht in so ein ganz banales und billiges Politiker-Bashing jetzt einzutreten, weil ich glaube, wir können nichts weniger brauchen als den Verdruss, den es eh schon gibt. Und ich glaube eher, es ist nicht ein Politikverdruss, sondern ein Politikerverdruss oder jedenfalls von manchen oder auch ihrer Darstellung. Da finde ich, sollten wir eben auch Vorsicht walten lassen. Kritik ist überhaupt keine Frage. Ich meine, die deutsche Einheit war nicht vorhersehbar und sie musste auch bewältigt werden. Dass es irgendwann Migrationsströme geben würde, war vorhersehbar. Aber wir haben sie auch nicht zum Thema gemacht. Wollen wir mal fair sein. Das ist das eine. Das andere ist, und das wäre jetzt nochmal meine abschließende Frage an euch. Ich nehme auch aus dem Kongress hier mit etwas, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Das war gestern Nachmittag in einer Diskussion über den 218 und die Tatsache, dass es eben bei uns immer noch ein Strafrechtsparagraf ist, dass also das Menschen- und Frauenrecht auf Abtreibung eigentlich immer noch nicht Realität ist. Und da ging es sehr stark um Backlash-Bewegungen und Lebensschützeraktionen und das ganze Gesumse, was sich über das Europaparlament ergießt und aus den USA wesentlich und maßgeblich gesteuert wird, aber ja seine Vernetzungen auch in andere Weltgegenden hat. Und die Pro-Familia-Vertreterin dort, Frau Busch, sagte, es käme gerade jetzt in solchen Zusammenhängen und ich glaube eben auch in dem Zusammenhang der Gesamtflüchtlingsproblematik darauf an, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen als feministische Publizistinnen, wie wir Allianzen schmieden können, wie wir Bündnisse schmieden und gegenseitige Stützungsaktionen auch machen können, statt uns über kleinteilige Kontroversen, das war bei dir auch irgendwie mit angeklungen, die Kraft zu nehmen und uns auf Nebenschauplätze von Pseudo-Auseinandersetzungen zu begeben oder so. Und deswegen würde ich gerne von euch nochmal wissen, habt ihr Ideen dazu, wie
mehr Austausch und auch mehr Unterstützung oder auch Koalition möglich ist, auch über gewisse Meinungsverschiedenheiten hinweg, die zum Leben ja nun mal dazugehören, weil wir auch sehr verschieden sind, auch als Feministinnen? Also ich merke, für meinen Teil bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt, weil ich bin gerade in so 10 Netzwerken oder so. Mhm. Es gibt auch neue Netzwerke, die sich gründen, auch von Frauen mittleren Alters, die vorher gar nicht feministisch engagiert waren. Es gibt eine jüngere Generation, die feministisch wird, und es gibt ein großes Bedürfnis, sich auszutauschen. Und ich finde auch ich war jetzt nicht da bei der Gegendemo zum 1000-Kreuze-Marsch, aber wir haben versucht, immer jemanden von Missy auch zu den Vorbereitungstreffen zu schicken. Und da war schon ein recht breites Bündnis auch über Meinungsverschiedenheiten hinweg möglich. Es kommen eben nicht genug Leute auf diese Gegendemonstration. Ja, weil es immer noch so, ne? Weil ich glaube, es ist einfach nicht ein Thema, oder das wird nicht als, es ist kein gesellschaftliches Thema. Also so in dem Sinne, also sie werden halt immer dargestellt als die paar Irren sozusagen, und dann wäre es vielleicht unsere Aufgabe als Publizistin, dieses Thema nochmal stärker zu machen, dass eben auch Leute, die außerhalb dieser Netzwerke, die ja meistens auch nicht so wahnsinnig viele Personen umfassen, dann tätig werden. Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist, dass wir lernen müssen zu streiten und diesen Streit als etwas Positives zu sehen. Das ist was ich gelernt habe, weil ich bei der Grünen Jugend eigentlich mal angefangen habe, mich zu engagieren, und wir dann immer so dieses, es gab zum Beispiel das Thema Prostitution, Sexarbeit, und wir hatten verschiedene Anträge dazu, und dann haben wir dazu gestritten, aber so richtig auch, also wirklich bis an die Gürtellinie, und hinterher gab es einen Beschluss und irgendjemand hatte sich halt durchgesetzt und die andere Seite nicht, und dann war wieder gut und dann haben wir weitergemacht. Und das ist etwas, was zum Beispiel im Netz ganz häufig eben nicht funktioniert, weil die Diskussionen nehmen nie ein Ende und die Gräben werden immer weiter mitgetragen, und das ist etwas, worauf man einfach reagieren muss. Also man muss sich einfach bewusst sein, okay, wir schaffen halt keinen Beschluss, aber vielleicht kann man trotzdem so ein bisschen Konstrukte wieder mehr versuchen, die nicht nur, Crowdfunding funktioniert ja immer so, es gibt ein Anliegen und dazu finden sich innerhalb kürzester Zeit Menschen, die unterstützen das, und dann gehen die Menschen wieder auseinander, sondern wieder mehr in Richtung dieses Mitgliedschaftsdenkens. Ja? Also ich werde irgendwo Mitglied, ob das jetzt ein Verein ist oder nicht, aber ich bin Teil davon, ich sehe mich auch aktiv als Teil davon, und innerhalb dieser Struktur möchte ich mich auch streiten können. Also das ist zum Beispiel ein sehr großes Bedürfnis von mir, und wenn man das schafft, dann kann man, glaube ich, auch wieder sehr viel stärker in Bündnissen versuchen, verschiedenste Dinge auf die Beine zu stellen. Ich glaube, daran mangelt es gerade ganz oft, und keiner will mehr irgendwo Mitglied sein, keiner will irgendwo in die Politik rein. Auch das, da würde ich gerne diesen Vibe, den wir gerade haben, nämlich, dass die Leute das Gefühl haben, die Politik versagt, egal, wir fangen es auf und wir schaffen es auch, das aufzufangen, dass man das nochmal eine Stufe weiter trinkt, so, okay, wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir auch noch mehr mit der Politik, und wir können vielleicht auch selber damit gestalten, oder wir können irgendwelche Bündnisse schmieden, um noch einen Schritt weiter zu gehen, um Debatten zu führen und so weiter. Also ich glaube, dass da ganz viel Zukunft und Musik noch drin ist und man einfach versuchen muss, miteinander wieder mehr Bündnisse zu schmieden. Du wolltest, ne? Ja, du hast einen Punkt aufgegriffen, den wir auch vorhin hier in der Diskussion hatten, nämlich das Streiten wollen, was zum Beispiel im Fernsehen auch leider eine ganz traurige Angelegenheit ist, und zwar schon seit vielen Jahren. Es wird gestritten, aber meist rein männlich. Es finden keine Frauen statt. Es gibt die berühmten Alibi-Frauen, es gibt die rein männlich geprägten Polit-Talkshows und. Und der Vorwurf der Redaktion, der an uns kommt, ist ja, also der Redaktion, die diese Sendung verantworten, ist, ihr Frauen wollt ja gar nicht streiten. Ihr wollt gerne euch harmonisch nebeneinander setzen und nach Möglichkeiten Konsens haben. Und ich kann das nicht 100% unterschreiben, weil ich glaube, es hat auch viel mit der Kultur zu tun. Aber was stimmt, ist, dass wir Frauen uns mehr wagen müssen, uns breitbeinig in die erste Reihe zu stellen und nicht unbedingt nur so einen Kuschelkurs fahren zu wollen. Und da kann ich nur appellieren an alle, egal ob im Netz, ob vor der Fernsehkamera, ob auf dem Podium, es ist auch mal schön zu streiten, ja. Man kann sich ja gerne hinterher wieder vertragen, aber da haben wir noch eine Menge zu tun, und ich finde, dass wir dann als Frauen geprägt oder Frauenmedien auch den Auftrag haben, Mut zum Streiten zu machen. Also ich wäre dabei. Das ist schon mal gut. Du bist gebucht. Ja.
wir konnten im Grunde nur so ein paar Flashlights setzen, jetzt in dieser Schlussrunde. Aber ich glaube, auch das hat sich nochmal gelohnt. Wir sind noch nicht besoffen, obwohl ja lange kein Essen mehr da war. Ich möchte, obwohl ich ja nur als Moderatorin hier tätig bin, doch diesen letzten Moment dazu nutzen und erstmal mich bei den Gästen ganz herzlich bedanken. Sehr viel aus der Praxis erfahren, das fand ich sehr anregend und sehr interessant, aber eben auch klare Positionen bezogen. Bei euch, Ihnen, die ihr in den Gesprächsrunden ja auch Aktivistinnen oder Akteurinnen jedenfalls tätig wart und das bis jetzt eben auch durchgehalten habt. Ich möchte sehr herzlich all den dienstbaren Frauen und Männern, die das hier mit ermöglicht haben, danken, meinem persönlichen Techniker, Kollegen Herrn Schulz hinten ein besonders herzliches Dankeschön noch zusprechen. Für das Gunda-Werner-Institut sitzt jetzt amtierend noch Henning von Bargen hier. Die Ines Kappert ist da irgendwo. Die deckt den Tisch schon für uns oder sowas. Muss ja auch eine machen. Ne? Und ganz besonders herzlich möchte ich auch nochmal, das ist die Binnenperspektive jetzt vom AG Medienlabor, Christine Weiß danken, die nämlich also eigentlich ihre täglichen Telefonrunden mit uns gehabt hat, vor allem in der heißen Phase, und das war dann auch die heiße Phase für den Großkongress, dass dir dabei nicht die Ohren angeschmort oder abgefallen sind und du die gute Laune nicht verloren hast, das alleine ist schon 1000 Dankeschön wert. Wir können aber das nicht irgendwie ummünzen, außer in in ehrenhafter, respektabler, wertschätzender Weise und haben es dann aber nochmal in eine Flasche gießen lassen. Und die Sibylle überreicht dir das jetzt gerade. Und dass wir natürlich unendlich dankbar sind, dass wir zum vierten Mal schon wieder mit dem Gunda-Werner-Institut haben kooperieren können und allen anderen Geldgebern auch, von denen das Bundesministerium durch Frau Leitz, oder ist sie da? Vertreten ist, wunderbar, alles prima. Und jetzt genug des Geredes von Helga Kirchner, jetzt geht's an den Imbiss. War schön, dass ihr da wart. Was gibt's jetzt noch was? Ach, die Geschenke. Ja, es gibt noch die Geschenke. Ja, genau. Manche haben ja schon alle Tassen im Schrank, aber es gibt noch einige, die noch nicht haben. Und dafür ist Rebecca jetzt noch mal nach vorne gekommen. Genau. Sorry. Genau, auch vom Journalistenbund nochmal herzlichen Dank an unsere fünf wunderbaren Frauen, die heute hier beim Presseclub und insgesamt da waren. Wir haben hier Tassen, das ist vom Journalistenbund mit Hedwig Domspruch, mehr Mut, ihr Frauen. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu unserer Debatte hier insgesamt und zu unserem Wirken. Also für alle Kolleginnen, die hier oben dabei waren, die Tasse, man kann sie in die Spülmaschine stellen, man kann wunderbar Kaffee draus trinken. Man kann auch Stifte reinstecken. Stifte reinstecken und alles möglich mitmachen, sind tolle Tassen. Und ganz herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Ja, super.